sieht mir schon an. Ach, Martin. Ich schon, du nicht. Das sieht man nicht auf die Entfernung, dass du rauchst. Du, der Bundestrainer läuft, den sieht man doch auch immer oben in die Katakombe, wie er heimlich noch dreimal in seiner Kippe zieht. Und der ist Sportler, du bist nicht einmal Sportler, du bist nicht einmal sportlich. Boah, nee, das war, das ich bin echt nicht sportlich. Du machst keinen aber Sport, aber ich kann gut Tischtennis spielen. Warum bist du so schlank, wenn du keinen Sport machst? Das ist die Arbeit bei dir. Das ist der psychische Stress. Richie, cut, cut, cut. Wir starten ab hier nochmal also neu. Also jeder, der abnehmen ja, will, erstmal herzlich willkommen sollte hier zum mal Modern arbeiten. Also manche, also das Gewicht einer Frau steht immer in direktem Zusammenhang mit dem psychischen Druck. Manche essen viel Schokolade und ich meine, ich esse ja auch viel, aber weißt du, du isst eigentlich nur süß. Ja, ich esse eigentlich nur süß. Brutal. Deswegen kommen die schon halt auch von innen. Und Pickel. Entschuldigung. Ja, ich wusste, dass du das jetzt sagst, deswegen habe ich das selber schon. Jetzt kriege ich einen Shitstorm. Ja, kein Problem. Heute ganz wichtiges Thema: Braucht ein Keuteich eine Heizung? Beantworte ich mit Ja und Nein. Wenn es rein um die Überwinterung geht der Fische, nein. Eine Isolation, eine Isolierung wäre schön, aber viele haben nicht mal das. Ich behaupte, ich habe mal gesagt, die über 90% der Teiche werden kalt überwintert. So, und ich will sagen, über 80% der Teiche werden kalt, ohne Heizung und ohne Abdeckung überwintert. Viele überwintern noch, indem sie sagen, ich heiz nicht, aber ich decke ab, um einfach die Temperaturen vom Sommer, die hohen, möglichst lange in Herbst, Winter hinein zu retten und im Frühjahr dann einfach auch vom Glashauseffekt zu leben, gerade wenn man helle Abdeckung hat oder lichtdurchlässige Abdeckung hat, wo auch so ein Luftpolster sich drunter bildet, kann das auch dafür sorgen, dass im Frühjahr die Teiche schneller warm werden. Aber, und Achtung, wenn der Teich falsch abgedeckt ist, zum Beispiel mit Styrodurplatten, ist nicht falsch, aber wenn man da nicht aufpasst, dann kann es mitunter passieren, dass man im Frühjahr verhindert, dass die Teiche warm werden, habe ich auch schon oft gehabt, weil die isolieren nicht nur den Wärmeverlust in die Richtung, sondern die isolieren natürlich auch gegen den Wärmeeintritt in die Richtung. Großes Problem, häufig auch von schwarzen Abdeckungen, die zwar auf der Oberfläche warm werden, aber die verhindern dann immer noch schwarze PU-Kugeln zum Beispiel, die verhindern dann wirklich, dass die Wärme in den Teich eintritt. So. Heizung, ja oder nein? Heizung, ja oder nein? Ich sage, ein gut konditionierter Fisch, ein gut konditionierter Bestand, wo man im Herbst vernünftig versucht hat, mittels Abdeckung oder durch den natürlichen Temperaturverlauf, dass die Temperaturen nicht allzu schnell abfallen und dass sie auch vor allem nicht allzu früh abfallen, braucht in Wirklichkeit keine Heizung. Also zumindest keine Heizung, die dafür sorgt, dass man den Teich jetzt um viele, viele Grad Celsius nach oben treiben kann. Allerdings, und das sei auch gesagt, ich würde mir an einen Koi-Teich immer eine Heizung bauen, auch wenn ich jetzt keine warme Überwinterung anstreben würde. Denn im Notfall ist ein Anheben der Temperatur immer noch das effizienteste und mitunter, wenn es den gesamten Bestand betrifft, auch die günstigste Art der Therapie. Gibst du mir da recht? Gebe ich dir recht, um auch Fahrstuhltemperaturen zu vermeiden. Also gerade im Frühjahr, denke ich, ist eine Heizung bei Leuten, die unbeheizt überwintern, wäre das schon sinnvoll, wenn man relativ früh abdeckt und dann tagsüber warm ist, in der Nacht noch kalt, dass man dann eine konstante oder relativ konstante Temperatur in einer Zeit erreicht, wo die Fische maximal geschwächt sind. So, wenn wir einen perfekten Herbst, einen perfekten Winter, also perfekt im Sinne von positiv für die Koi und ein perfektes Frühjahr haben, kann man einen Teich wirklich der Natur überlassen, muss nicht 1 Kilowatt zuheizen, sondern es ist alles so sein, wie es die Natur möchte und kein Fisch wird dadurch erkranken. Aber man hat wirklich richtig beschissene Jahre, beschissen in Form von im September fallen die Temperaturen zu schnell ab, im Frühjahr, März, April kommen die Temperaturen nur zu langsam in Gang und im Winter hat man dann vielleicht neben extrem kalten Temperaturen dann auch mal im Januar, Februar Warmphasen, wo die Temperaturen ansteigen, die Fische wieder aktiv werden. Und eben für diese kritischen Winter, für die kritischen Herbst, Winter und Frühjahre, die es immer wieder gibt, oder auch, muss ja nicht alles kritisch sein, sondern wenn nur der Herbst kritisch ist oder nur das Frühjahr oder nur der Winter, dass man da einfach schaut, dass man für den Notfall eine Heizung hat. Das müssen Sie sich vorstellen, das kostet dann vielleicht mal ein paar Euro, vielleicht auch ein paar hundert Euro, aber ein Tierarzt und mit anschließender Therapie und allen Nachbetreuungsbesuchen, die da mit zusammenhängen, das kostet in der Regel mehr. Und es sind, wie gerade Melanie richtig gesagt hat, die Fahrstuhltemperaturen. Das ist das, was Koi erfahrungsgemäß im Temperaturbereich zwischen 6 und 16, 17 Grad, was Koi da am meisten zu schaffen macht und wo ich es auch wirklich
zügig in die Knie zwingen kann. Ja. Ich denke noch, jeder Winter, der irgendwann mal dafür gesorgt hat, dass die Temperaturen in den Teichen angestiegen sind, dann ganz schnell wieder abgefallen sind, das sind genau die Winter, wo wir dann im Frühjahr ganz viele Energiemangelsyndrome haben und sonstige, ja, stoffwechselbedingte. Ja. Und gerade wenn man ein Problem hat, dann braucht man ja auch eine Mindestgrundtemperatur, die auch dann oft nur zu erreichen ist, wenn man das Wasser noch mit aufwärmt. Ja. Also, eine Heizung ist notwendig, auch wenn sie nicht eingeschaltet wird, auch wenn man jetzt nicht anstrebt, bei einer gewissen Mindesttemperatur zu überwintern. Ob sie jetzt wirklich notwendig ist, um zu verhindern, dass der Teich unter 5 Grad fällt, das mag ich bezweifeln. Ich kenne auch viele Teiche, wo die Fische bei 3, 4 Grad überwintert haben, wobei ich mir da auch nicht immer sicher bin, ob da die Thermometer so 100% richtig gehen. Und dazu braucht man, um zu verhindern, dass es unter 5 Grad fällt, muss man auch nicht unbedingt eine Heizung haben, sondern könnte man den Teich auch abdecken. Damit funktioniert das eigentlich in der Regel auch recht gut. Was ich genauso wie mit einer Heizung, dass es schön ist, wenn man es hat oder dass es eigentlich unverzichtbar ist, ist es mit einer kleinen Quarantänestation. Und wenn es nur ein Faltbecken ist, dass man im Zweifel kurzfristig aufbauen kann, um im Winter einfach auch Einzeltiere, die mit den kühlen Temperaturen nicht zurechtkommen oder die mit einem gesundheitlichen Problem zu kämpfen haben, dass man die aus dem Bestand rausnehmen kann und an gesonderter Stelle nach langsam gestiegener Temperatur auch vernünftig medizinisch versorgen kann. Wie viele deiner Kunden, die du tierärztlich betreust, haben so eine Notfallquarantäne? Schon, Gott sei Dank, sehr viele. Immer mehr mittlerweile, ja, gell? Also wirklich viele. Eine Biene. Würde ich echt fast sogar sagen, 80%. Okay. Also das kann ich Ihnen empfehlen. Gehen Sie zu die Koi Company in den Onlineshop und holen Sie sich ein Faltbecken, einen kleinen Filter dazu, Heizung dazu, Belüftung dazu, Pumpe, was braucht es noch, UV-Lampe. So, gucken Sie, dass das Ding zweimal in der Stunde über den kleinen Filter dann umgewälzt wird. Sauerstoffbelüftung, habe ich gesagt. Ach, Entschuldigung. Ja, also das Thema Heizung, ein Muss, auch wenn es keine Pflicht ist, die Fische warm zu überwintern, aber um im Notfall einfach zu schauen, dass alles gut bleibt und nicht schlecht wird oder noch schlechter wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Blog. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.